Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Apex. Vor mir steht der Deiner. Ha? Hallo. Und irgendwo abseits von uns sind die zwei APK-Jungs, also der Pierre und der Alex. Juhu. Hallo. So. Also, falls ich gerade ein bisschen abwesend wirkte, der Kater hat irgendwie festgestellt, dass die Tür nicht ganz richtig zu war. Hat gerade hier reingelunkert. Okay. So, hier ist ein Loch. Ja. Das habe ich gerade entdeckt und da springe ich jetzt einfach mal todesmutig runter. Du hast ja schon ein bisschen weiter gebaut, ne? Ich habe gerade echt gedacht, du wärst schon tot gewesen. Wo die Meldung kam. So, ja, auf geht's. Okay. Hast du irgendwelche Blöcke dabei? Alex, Timer starten. Ja. Okay, ich setz mal. Läuft. Ist ja irgendwie witzig. Setz mal auch schon vor. Warum ist hier Zuckerrohr drin? Keine Ahnung. Total cool. Kohle? Den Eisen. Ey, Rohstoffe nehmen wir auch noch mit, oder? Ja, klar. Bevor wir es zubauen. Wieso zu? Wir müssen das ja noch ausbauen hier alles. Ach so, ja. Okay, ich wäre aber noch um die Ecke gegangen. Also einmal um die Ecke wäre ich noch, damit ich unterm Haus bin. Außerdem müssen wir ja noch die sanitären Anlagen einbauen. Ach so. Ja, ist natürlich praktisch hier. Stimmt. Die könnte man ja so noch da als Zwischenraum setzen. Hier muss ich mir dann gleich mal überlegen. Hast du das Dach jetzt eigentlich fertig? Das Dach ist zu, ja. Okay. Das ist innen noch nicht verkleidet. Das muss noch gemacht werden, auf jeden Fall. Da weiß ich aber noch nicht so recht, wie man das machen soll. Oder auch was so lassen. Aber so lassen sieht halt komisch aus irgendwie. Mhm. Okay, wenn ich jetzt mal überlege, dass man hier denn die sanitären Anlagen hinpackt. Allerdings eine Höhe tiefer. Eine Höhe tiefer? Also eine, was auch immer. Eine Höhe tiefer. Tiefer. Eine tiefere Höhe. So. Was sind das jetzt für eine Scheiße? Wow, das ist dann so genau die Decke. Warum akzeptiert ihr das nicht? Ah, das ist doch scheiße. Pierre, guck mal, ich habe jetzt bei dem Verzauberungstisch unten in den Boden, habe ich jetzt auch noch verzauberte Bücher rein, also so Bücher rein. Und die akzeptiert er irgendwie nicht, als sein Umkreis. Das ist voll scheiße. Ja. Damit wollte ich nämlich auf Maximallevel ist immer noch 24, war es auch vorher, ne? Ja. Also akzeptiert er die nicht im Boden, das ist ja voll scheiße. Also ist Monster Spawn aus? Wahrscheinlich nicht. Nee, weil ich habe ja vorhin auch Zombies gesehen. Ja, weil ich bin hier in der Umgebung und jetzt spawnt da mal gar nichts. Nee, wir hatten vorhin auch noch Zombies und Skelette, also. Wir mussten wieder Level farmen. Du kommst du wieder hoch? Ja, wollte ich jetzt mal. Okay, ich habe hier eine extra eine Lücke gelassen. Fuck. Schwimmen wir dem Strom entgegen hier. Wir werden das Wasser noch tot liegen. Ja, was so viele Hühner in dem scheiß Hühnerstall drin sind, dass ich da einfach nie. Guck mal, hier kannst du auch. Ja, ich wollte mal das Wasser eben wegmachen. Aber es sollen doch die sanitären Anlagen sein. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man hier baden muss. Baden in der Kneipe. Das ist gut. Fuck! Fuck! Ja, Pia, was geht bei dir gerade ab? So viele Hühner hauen die ab. Was hast du gemacht? Den Stall kaputt oder was? Nein, ich will da rein und dann krieg ich die scheiß Tür nicht mehr zu und dann verfaulen die ganzen scheiß Hühner ab, Alter. Kein Verlass auf dich hier. Millionen Hühner, ich hab ein ganzes Inventar von Hühnern voller verdammten Eiern, ey. Kein Verlass auf dich. Hallo. 28. Ah, nee, ey, kann doch nicht sein. Ist das irgendwie eine bessere Methode, um Wasser loszuwerden? Als einmal alles zuzubauen? Nee. Boah, Hühner, geh doch mal vom Eingang weg, Alter. So, also, hier sind wir jetzt dann im Keller angekommen. Mal eben ein bisschen Licht wieder machen.
Muss ich noch ein bisschen zubauen. Ich meine, würdest du gern in so einem öffentlichen Zugangsding hier, wo dann, was weiß ich, für Leute rumlungern und da gehst du dann erstmal baden im Keller? Das macht doch Tunnel auch liebend gerne. Ja, jedes Mal. Wenn ich irgendwo bin, dann gehe ich erstmal baden. Dass ich so und so nicht so viel baden gehe, aber. Du, guck mal, hier kommst du wieder hoch. Wäre gar nicht hoch. Okay. Dann bleibst du unten. So, jetzt machen wir erstmal hier Holz. Ist nicht schlecht. Genug zu. Jetzt hier rein zum Klo. Auch schon eine Türe. Türe. Dann geht's hier in den Keller. Hier ist doch gar nicht so übel. So, Wasser ist weg. Okay. Auf welcher Höhe kommt der Boden? Der ist schon gelegt. Hier, das ist die Höhe. Das ist die Bodenhöhe? Also das ist die Bodenhöhe jetzt, also das hier über uns ist quasi der Kloboden. Ach, jetzt müssen wir halt überlegen, ihr macht euch gerade über die Kloboden. Wie hoch das denn sein? Gedanken. Okay. Wir haben also nur ein Klo. Ein Klo für alle Leute? Nee, das muss noch ausgebaut werden, natürlich. Das ist jetzt erstmal so der Eingang und dann kann man ja noch Damen und Herren machen. Alles. Ja. Du kannst hier unten weiterbauen und ich baue das Klo. Ich weiß ja gar nicht, was ich hier unten jetzt weiterbauen soll und wie. Naja, erstmal ausbauen hier. Schön groß und. Die Frage ist, ist dann hier schon unten? Ich würde es noch ein bisschen tiefer machen. Ich würde es eher noch ein bisschen tiefer, zumal der Raum ja von der Deckenhöhe ein bisschen höher werden könnte. Genau, der könnte ruhig noch 2-3 höher werden. Weil hier haben wir, da brauchen wir auf jeden Fall Platz, also. Mhm. Für das Spielcasino. Ja. Mal gucken, sind wir da jetzt schon? Ah, hier kann ich auch eine Decke reinziehen. Das ist schön. Juhu, und wieder ab nach oben. Was hast du jetzt gemacht? Ich? Ich war gerade unten, hab, jetzt die Scheiße nochmal, hab Bücher, hab, wie heißt das, wo man Bücher draus macht? Mann, ey. Zuckerrohr? Danke, gefarmt. Kommt an und geht's zurück. 1, 2, 3. Chris, ist dann was? Müssen wir. Chris ist der Türsteher. Chris. Hallo? Aua. Der haut mich einfach. Ja, ja, du hast ja auch nichts anderes gemacht. Ja, kommst hier nicht rein, ey. Das, Leute, Block ist despawned. Oh Mann, aber es sind nur Innenarchitekturfolgen heute bei uns. Ich habe nur irgendwelche Räume bei uns eingerichtet und sowas. Ich glaube, du hast meine Spitzhacke aufgenommen. Wenn du sie weggeworfen hast, vielleicht. Ja. Egal. Welche hast du denn weggeworfen? Eine Eisenspitzhacke. Kann ja eine geben, ja. Ich habe welche. Dankeschön. Dann geht's hier, Damen und Herren. Also erstmal ebne ich den Raum hier. Wie groß der wird, muss ich jetzt noch gucken. Ja, klar. Wie viele Klos brauchen wir denn? Ja, die Sache ist nur auch, ob diese eine Person samstags abends um diese Uhrzeit Zeit hat überhaupt. Ja. Wenn ich es ihm vorher sage, dann ja. Okay. So. Und mit dieser gewissen Person werden wir halt auch mehr Leute. Müssen wir nochmal absprechen wegen Nicht-YouTuber und sowas, ne? Ja, ist dann halt nur ein Gastbauer, sagen wir mal so. Record können wir ja so machen. Müssen wir mal schauen. So. Eine andere Möglichkeit sieht sich erstmal nicht, wie es so am einfachsten geht. Nee. Hallo, du da unten. Und es ist, und es ist einfach so. Ich leuchte mal hier vor, ist aber ein bisschen aus. Der Rest wird dann viel zu kompliziert und dann sind wir wenigstens schon mal 6 Leute und nicht nur 5. Schon mal 1, 2, 1, 2. Bisher ist das gar nichts. Was sagt die Zeit? Noch ganz gechillt. 10 Minuten zum ersten.
Hier, dann haben wir... Wir sind bei 10 Minuten? Ja. So, dann lassen wir noch 15 Minuten machen. Bitte. Noch. Ich bin dann nämlich direkt weg. Ich fackel nicht lange. Du fackelst dein Haus nicht lange ab? Ja, ich fackel nicht lange. Ich gehe nämlich eigentlich fast schon direkt. Oh. Ah, Mann, noch 3 Bücher. Dann sieht's gut aus. Warum, was baust du denn? Ja, hier oben so eine kleine Ecke, wo Verzauberungstische und Proving Stands sind und so. Tag. Guck mir das Ganze hier mal an. Ach, baust du jetzt deinen eigenen Verzauberungstisch? Ja, hab ich schon. Reicht dir der allgemeine nicht mehr? Nein, das was soll ich denn sonst machen? Ich muss doch irgendwie unsere Räume mit Inhalt füllen. Ja, mit sinnvollem Inhalt. So ein, mit was denn? Mit was für Räume hat denn so ein Haus? Ja, auf jeden Wo Fall. Wo geht man wieder zum Beispiel auf Klo? Ja, und haben wir auch. Also schon mal die Dusche, aber sonst ist nichts. Also pinkeln die Leute bei euch in die Dusche. Natürlich. Sehr gut. Ja, sehr gut. Mann, der macht doch keinen... Du mit deinem scheiß Realismus, wir sind in Minecraft, Junge. Mann, ey. Da muss man nicht aufs Klo, also brauchen wir auch keine Toilette. Oh, ich frag mich ja, wenn die so einen Scheißdreck mal einführen, ey, dass man aufs Klo muss. Genau, du hast dann so verschiedene Anzeigen, wie bei Sims. Ja, ist wirklich so. Aber dann wird es ja Sims heißen, nicht mehr Minecraft. Mein Sims. Mein Sims. Genau, ey. Kommt, macht erstmal Microsoft ein neues Spiel jetzt. Obwohl Microsoft wahrscheinlich dann direkt von EA auf die Fresse bekommen würde für. Ja, ich glaube, da kriegen die ganz schön Ärger dann. Ja, obwohl, wenn man es Mein Sims nennt, dann ja, aber wenn es irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber die dürfen ja die Idee nicht klauen. Better Minecraft, ne? Was ist das für eine Idee? Das ist Realismus, das ist keine Idee, die sich EA schützen lassen kann. Das stimmt irgendwie wirklich. Das ist das normale Leben abgebildet in der Virtual Reality. Mehr ist das nicht. Das kann sich ja nicht EA sagen, Gott, das ist jetzt unsere Idee gewesen. Doch. Das hat auch, da gibt es auch irgendwelche Chatrooms, gab es schon vorher, die das benutzt haben, so eine Art. Nee, die sagen dann so, bei Spielen darf man nicht aufs Klo gehen, nur bei Sims. Genau. Weil aufs Klo gehen ist auch nicht menschlich oder so. Nee. Das haben wir uns ausgedacht, das ist komplett das wird von Maxis erfunden. Ja, das Klo gehen wurde von Maxis erfunden. Liebe machen ist auch verboten. Das darf man nur bei Sims. Genau. Aber auch nur mit Verschleierung. Genau, mit Pixel. Mit Pixel. Oh Mann. Oh Mann. Und du darfst nur so behindert reden. Oh Gott, ey. Nee. Die reden ja wirklich behindert. Das kann nicht so werden. Nein, bestimmt nicht. Oh Mann. Ich habe ja nicht mal nachgedacht. Ich habe bei Sims 2 aufgehört irgendwie. Ja, ich habe noch nie Sims an sich gespielt. Das Schlimme war, ich hatte also Sims 1 und ich hatte irgendwie, weiß ich, wie viele Erweiterungen gab es da? 10 oder so und ich hatte 7. Okay. Und ja. Du kostet ja jedes Mal wieder Geld. Ich habe nie Sims gespielt, ich habe nur Sim City. Das eine haben wir mal let's played. Das Sim City und Sims ist Sim City Online. Ja, ja. Aber trotzdem, doch, ich habe Sims auch mal früher gespielt, stimmt ja. Nein, warum? Okay, dann ist egal. Sie wollte gerade, dass du irgendwas für sie holst. Wie ja. Einfach schon das Lachen genau das verrät. Ich brauch doch mal einen Botengang. Ja. Ich bin mal nicht so, was brauchst du denn, Antonia? Nee, ist egal, jetzt hab ich's schon. Ich muss nur eben eine Schaufel machen. Bin ich gerade runtergegangen. Hast du nichts zu tun? Natürlich hat er nichts zu tun. Das kann ich dann wegschmeißen. Kannst du nicht mal an eurem gemeinsamen Haus mitwirken? Aber ja, Pierre ist halt total unkreativ, was sowas mit. Also ich bin ja schon unkreativ, aber Pierre ist einfach noch unkreativer. Ja, ist auch so. Und? Also müssen wir ein PvP-Projekt draus machen. Okay. Alle auf Chris. Warte mal, Chris, du bist der Erste, der stirbt. Nein, Spaß. Ich glaube, ich bin die Erste, die stirbt. Ich gehe in Game-Mode und ihr müsst versuchen, mich zu töten. Genau! Das war nicht witzig. Da muss ich jetzt nicht mal drüber lachen. Nicht mal schmunzeln. Nicht mal schmunzeln. Nicht mal schmunzeln. Genau. Oh mein Gott.
Na Chris, weil dann geh ich nämlich in Game Mode, mach's dann, ja. Nee, du gehst einfach gar nicht in Game Mode, dann das geht ja wahrscheinlich auch nicht. Kann man, wenn jemand im Game Mode ist, slash kill, also den und den machen? Nee, ich glaube, slash kill geht immer nur auf sich selber. Ja, natürlich! Probier mal aus. Ey. Nee, mach ich nicht. Aber ich meine, mit Rüstung kassiere ich jetzt auch nicht mehr so viel, Pierre. Ich will dir ein Herz. Ja, ich auch. Oder eineinhalb, okay. Ey, komm, verzieh dich. Was willst du? Das juckt meinen nicht mal. Ich weiß, meinen auch nicht. Wie viel haben die ganze Zeit schon? Mich juckt das gar nicht. Juhu. Wie lange haben wir jetzt schon? Die ganze Zeit fragt er nur, wie es... Ja, ja, 16:08 haben wir. So. Können wir bitte Schluss machen? Mami, Popo abwischen. Ich will Schluss machen? Nein, du sollst abkratzen, wenn du da runter springst. Ah, nee. Ich treffe erst Wasser im Oh, ich habe schon mal die Frauentoilette fast. Ja, als hätte ich schon 3000 Mal Wasser nicht getroffen. Doch, habe ich immer getroffen, wenn ich von da aus gesprungen bin. Sein muss. Ich guck mal. Ja, Leute, wir bekommen wir jetzt auf. Oh, gleich. Okay. Das könnte noch ein bisschen dauern. Wo seid ihr überhaupt? Ich komme mal zu euch jetzt gerade nochmal zum Ende der Folge. Wir müssen ja Pierre so lange wie möglich von seinem Bett aufhalten. Denke ich einfach, ist mir egal. Vor allem, weil ja, ich gute Nacht, gedacht habe, dass der Raum in die andere Richtung geht. Aber gut. Seid ihr nicht hier? Ich bagge in der verwickten Tür! Ah, hier sind wir im Keller. In die andere Richtung, meinst du in die, oder was? In die, wo ist euer Abgang zu eurem Keller? Ach da, okay. Aber ist egal, dann machen wir einfach noch eine Schleife. Für die Treppe noch mal eins rum. Hey! Fertig machen. Hallo! Fertig machen! Hi, Chris. Hey. Oh, habt ihr was eingesammelt? Hier, hast du ein bisschen Zuckerrohr. Werd glücklich. Oh, das brauchen wir wirklich. Ja. Hallo? Aufhören jetzt! Aufhören! Nein, ich will jetzt hier noch fertig machen. Einfach zu. Nein! So. Ich würde sagen, da kommen wir jetzt zum Ende der Folge. Ja, Chris, der Diktator hat wieder die Folge beendet. Du kannst mir zuwerfen, was du willst. Mein Inventar ist einfach nur voll. Ja, meins auch. Egal. So, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielleicht baue ich schon ein bisschen offline aus. Ansonsten bis dahin. Ciao. Genau. Ciao. Tschüss.